Guten Abend und natürlich auch ein herzliches Willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Ja, und nennt mich gerne direkt auch du und Stefan, egal wo und wie ihr mich anredet, per Skype, per E-Mail oder auch hier im Chat. Gar kein Problem. Es kann direkt ruhig beim Du sein. Und wer meine Sprache genau verfolgt, merkt, dass ich euch auch eher duze, denn sieze. Aber soweit kleine Vorrede. Thema heute, ja, News Trading. News Trading hat vielleicht der eine oder andere schon selber gemacht oder auch mal einfach so drüber gehört. Aber heute wollen wir es mal wieder natürlich ganz systematisch angehen. Jetzt höre ich gerade bei einem, ich unterbreche mal eben, ist der Bildschirm schwarz. Ich hoffe, das ist, auch wenn es traurig ist, nur bei dem einen. Vielleicht nochmal kurze Rückmeldung, ob bei anderen das vernünftig aussieht. Auf meinem Testbildschirm wird auf jeden Fall alles sauber übertragen. Also von daher hoffe ich, nee, passt. Also ich kriege eine Rückmeldung. Das heißt, wenn es bei dem einen nicht klappt, dann würde ich einfach sagen, einfach nochmal rausgehen, also GoToWebinar beenden und einfach neu einwählen. Manchmal löst das die Probleme. Hoffen wir es. Gut, Datum haben wir noch gar nicht gesagt. 19. Dezember 2018. Ja, also Weihnachten steht definitiv vor der Tür und bevor ich es am Ende des Webinars vielleicht vergesse, wünsche ich euch natürlich schon mal frohe Weihnachten und schöne ruhige Tage, guten Start ins neue Jahr. Aber ich hoffe, ich denke vielleicht noch mal am Ende des Webinars dran. News Trading wird heute das Thema und wir wollen uns einfach fast wie der Zufall es will. Wir haben heute News. Heute steht noch der FED-Zinsentscheid an. Und genau darum geht auch dieses Webinar. Also nicht um den heutigen FED-Zinsentscheid, der ist sozusagen direkt im Anschluss, kann man gewissermaßen sagen, sondern es geht darum, wie man genau solche News in profitable Trades überführen kann. Und das wollen wir heute hier mal besprechen. Ich habe dazu einiges untersucht und das dann nicht nur Euro, US-Dollar auf Basis FED-Zinsentscheid, so wie heute Abend, oder EZB-Zinsentscheid, so wie letzte Woche Donnerstag. Nee, ich gehe das gleich universell an und gehe nachher auf sämtliche Notenbankentscheide ein. Das heißt, in Wahrheit entwickeln wir hier eine Strategie für wann immer Zinsentscheide anstehen. Das Gute ist, dadurch sind die Ereignisse dann doch nicht mehr ganz so selten, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen. Von daher ist es also dann doch nicht mehr nur so alle 2 Monate mal ein Trade, sondern dann kann man die Trade-Frequenz auch schon wieder deutlich erhöhen. Ihr seht schon da unten auch meine E-Mail-Adresse. Nachher gibt es wieder ein paar Excel-Sheets. Wer die haben möchte, einfach genau an diese E-Mail-Adresse eine Mail schreiben und ich sehe dann zu, dass die Unterlagen natürlich zu euch kommen. Sollte bisher ja auch immer geklappt haben. Die Webinarunterlagen, also im Sinne der Folien, die könnt ihr auch bereits jetzt downloaden. So wie immer, einfach draufklicken, dann kommt automatisch ein Download und ihr habt die Folien von heute. Ja, bevor wir wie immer richtig starten, muss ich natürlich, ihr kennt das Prozedere, einmal den Risk Disclaimer zeigen. Also, worum geht's? Es geht natürlich darum, gerade heute wieder. Ganz konkrete Trading-Strategie wird hier vorgestellt und besprochen. Wenn ihr final natürlich diese Strategie auch selber übernehmt, dann natürlich auf eigene Verantwortung, auf eigenes Risiko. Es muss halt mal wie immer gesagt werden und soll natürlich hier auch erfolgen. Wie gehen wir strukturell vor oder von methodisch heute vor? Ich will noch ein paar Worte sagen allgemein über News Trading. Damit wir uns das Ganze so ein bisschen einordnen. Und dann wollen wir es in der Tat am Beispiel von Zinsentscheiden aufziehen, damit wir hier ein willkommenes Beispiel haben. Es gibt natürlich noch mehr mögliche News, die man ähnlich angehen kann. Also mein prominentestes Beispiel wären alle 2 Wochen freitags die Non-Farmers Payroll-Daten, also die NFP-Daten. Wäre auch noch eine Variante, habe ich jetzt noch nicht konkret untersucht, aber ich denke mal, auch da ließe sich ein ähnliches Rüstzeug aufsetzen.
Ihr wisst, wenn ich über eine Trading-Strategie rede, dann sage ich natürlich nicht einfach nur hier, komm, so, da drei Kerzen, fünf Kerzen, so, jetzt sollten wir mal das machen, weil ich einfach mal behaupte, das hat sich historisch so bewährt. Nee, das ist eine Sprache, die ich natürlich wie immer hier in meinen Webinaren so nicht mache, sondern wenn ich nachher was vorstelle, dann muss es auch mal überprüft worden sein. Und hier wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt braucht man nämlich nicht nur einfach die Kurshistorie. Wie man an Kurshistorien kommt, habe ich schon in einigen Webinaren gezeigt. Ansonsten einfach nochmal auch da wieder eine E-Mail an mich. Ich schicke es gerne nochmal zu, wo man auch langfristig, also mit langfristig meine ich so über 20 Jahre, auch an Kursdaten auf kleineren Zeiteinheiten kommt. Ist alles kein Problem. Und das haben wir sozusagen. Das kennen wir. Das wissen wir, wie das geht. Hier brauchen wir allerdings plötzlich was Neues. Wir müssen jetzt auch historisch wissen, wann welche Zinsentscheide waren. Und das tatsächlich sauber als Datenfeed sozusagen zu bekommen, also irgendeine Datei, wo halt das alles drinsteht für die unterschiedlichen Regionen und damit die relevanten Währungen. Gar nicht trivial. Glücklicherweise, also um genau zu sagen, dank Peter, der hat eine Quelle aufgetan, wo man genau das ebenfalls wiederum bekommen kann. Und das ist also ziemlich gut, stelle ich auch vor, weil daraus ließe sich dann auch das Ganze zum Beispiel auf die NFP-Daten überwälzen, weil auch das kriegt man da an der Stelle quasi zum Download. Also genau genommen, das ist kein Download, man muss es wegkopieren, aber man hat insbesondere die Möglichkeit, halt auch das Ganze historisch zu bekommen. Und das ist hier jetzt richtig wichtig. Schließlich und endlich wollen wir natürlich die Strategie optimieren. Das geht jetzt, ich kann dafür rein für diese Optimierung heute leider kein Excel-Sheet zur Verfügung stellen, weil wir auf sehr kleinen Zeiteinheiten arbeiten werden, nämlich auf M5-Datenbasis. Und naja, da versagt sozusagen jedes Excel-Sheet, weil so viel Kaffee kann man nicht trinken, wie man da warten muss. Also ich werde zwar auch sozusagen live hier meine Rechnung zeigen, wie man in Richtung der Optimierung kommt. Aber ich kann es euch leider nicht in Form eines Excel-Sheets. Die Ergebnisse wiederum, die gibt es als Excel-Sheet, sowohl in Form von Equity inklusive von Parametern für die einzelnen Währungspaare. Und ihr ahnt schon, auf dieser Übersichtsfolie geht es nachher um Referenzzeit, Distanz und ein CRV. Also irgendwie brauchen wir nachher drei Parameter. Gehen wir natürlich noch genauer darauf ein. Und schließlich und endlich, der eine oder andere, der schon früh eingeschaltet hat, hat schon gesehen, wie dann das Portfolio einer solchen Strategie für 29 Underlyings aussieht, und welche Equity-Kurve da zustande kommt, inklusive dann auch der Parameter, die dazu nötig sind, um diese Trades entsprechend zu platzieren. Will ich vorstellen und auch zur Verfügung stellen. Also das heißt, die kommen natürlich sozusagen ebenfalls mit. News Trading im Allgemeinen, mal kurz sozusagen ein bisschen abstrakter drauf geguckt. Also landläufig bezeichnet man als News halt diejenigen Termine, die im Vorhinein bekannt sind. Also sozusagen genau umgekehrt, es gibt noch andere Events, die auch Wahnsinnsbörsenreaktionen auslösen können. Aber diese Art von Events sind halt sozusagen nicht geplant. Also die stehen nicht schon vorher im Terminkalender. In die Kategorie fallen insbesondere seit 2 Jahren sämtliche Tweets von Donald Trump, die irgendwo aus dem Nichts dann auch kommen und auch durchaus ziemlich börsenrelevant sein können. Nur als ein Beispiel bis zu ganz extremen Beispielen wie zum Beispiel 9/11, wenn dann halt wirklich ein massiver Terroranschlag irgendwo auf der Welt passiert, ist das auch News, auch Events, dann in dem Fall leider auch noch schreckliche, aber diese sind halt nicht im Vorhinein bekannt. Logischerweise. Also das heißt, ich rede jetzt hier im Folgenden immer nur von News, die sozusagen an bekannten Terminen im Vorhinein klar sind. Nämlich, dass dann in aller Regel sind es irgendwelche Zahlen, die veröffentlicht werden oder Entscheidungen, die bekannt gegeben werden. Also wie zum Beispiel bei den NFP-Daten, da gibt es einfach dann halt die Arbeitslosenzahlen gewissermaßen und auch andere Zahlen, IFO-Institut, weiß der Geier was. Diese Zahlen,
werden veröffentlicht. Meistens gibt es einen Erwartungswert, dann gibt es einen Istwert. Ja, und die Börse reagiert halt. Und wie auch immer. Das Wichtige ist, es entsteht meistens größere Kursbewegungen. Und genau das ist das, was hier natürlich fürs Traden durchaus angenehm ist, dass wir es bei News meistens mit größeren Kursbewegungen danach zu tun haben. Um jetzt ganz wichtig, das Ganze abzuheben, das wird auch nachher an der Strategie ganz deutlich. Nenne jetzt News Trading nicht, dass ich irgendeine Erwartung habe, A, an die News selbst, also machen wir es am konkreten Beispiel von heute. Also ob die Fed gleich die Zinsen erhöht oder doch beim Alten belässt, kann man ja wirklich, wahrscheinlich könnte ich da jetzt auch 60 Minuten zu erzählen, aber ist völlig egal. Da kann ich eine Meinung zu haben, wie auch immer. A, wäre es ohnehin nur meine Meinung, egal wie gut sie vielleicht auch abgeleitet ist. Das Zweite, das ist nämlich noch das viel Wichtigere, wie wirkt sich das anschließend auf die Kurse aus? Also ihr kennt sicherlich tausendmal schon gesehen, dass irgendetwas ganz klar ist, was eigentlich erwartet wird bei den News, in welche Richtung es geht. Und eigentlich wäre damit auch eine bestimmte Kursrichtung favorisiert. Es kann aber sein, dass trotzdem genau das Gegenteil passiert. Also die News treten genau so ein, wie erwartet, aber die Kursbewegung, ja, ist dann plötzlich doch genau andersrum, als man es rein, ich sag mal, fundamental aufgrund der News selbst dann erwarten würde. Mit anderen Worten, erstmal, wir müssten zwei Sachen treffen. Wir müssten A, eine Erwartungshaltung an die News selbst haben und dann noch, wie die Kursbewegung denn ausfällt. Also ob dann meinetwegen der Euro, US-Dollar steigt oder fällt. Ich weiß es nicht. Und da ich es nicht weiß, ich kann da zwar eine Meinung zu haben, aber die zählt nicht, müssen wir eine andere Trading-Strategie dafür entwickeln. Und das geht zum Glück und die werden wir natürlich hier auch vorstellen. Kleine Anmerkung noch zusätzlich, was ich auch nachher nicht in meinen Rechnungen berücksichtigen kann. Also das eine könnte ich theoretisch noch berücksichtigen, das andere aber definitiv nicht. Nämlich mit News geht auch häufig einher eine sogenannte Spread-Aufweitung. Das heißt, die Spanne zwischen Bid und Ask wird größer. Das kann auch manchmal ziemlich groß werden. Und genauso kann es passieren, dass wir bei Trades eine sogenannte Slippage bekommen. Das heißt, wir werden zu einem anderen Kurs ausgeführt als den wir eigentlich anvisiert haben. Also zum Beispiel bei einer Buy-Stop-Order steht ja eigentlich der Preis in der Order selbst drin. Trotzdem kann die Ausführung zu einem anderen Kurs sein. Tieferer Grund ist ganz einfach. Unsere Buy-Stop-Order wird getriggert. Und danach ist unsere Order eine sogenannte Market Order. Sprich, wir werden zu dem nächsten, der Kurs, der uns gestellt wird, dann ausgeführt. Der kann dann sowohl besser als auch schlechter für uns sein. Beides ist hier möglich. Also wollen das nicht zwangsläufig immer ins Negative bringen. Also das ist einfach eine grundsätzliche Anmerkung, die ich auch nicht in den Auswertungen jetzt grundsätzlich mit berücksichtigen kann. Spread-Aufweitung wäre jetzt theoretisch noch möglich, aber die Slippage kann ich natürlich definitiv nicht erahnen. Soweit zum Allgemeinen. Wenn wir jetzt am Beispiel von Zinsentscheiden, News Traden angehen wollen, dann machen wir es mal ein bisschen konkreter. Gleich kommt auch schon, gehen wir ein bisschen mehr noch in die Strategie schon ein. Entschuldigung. Bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Ansonsten muss ich dran denken, mein Mikrofon immer vorher auszuschalten. Kriegen wir aber alles hin. Zinsentscheide zum Beispiel der jeweiligen Notenbanken sind so typischerweise alle 2 Monate. Da gibt es andere Regionen, wo das monatlich ist, 6 Wochen Rhythmus, also gibt alles Mögliche rauf und runter. Aber hier die zwei prominentesten sind so ungefähr alle 2 Monate. Also wie zum Beispiel FED oder EZB. Man kann es aktuell auch konkreter sagen, wenn denn ein EZB-Zinsentscheid ist, dann ist er immer donnerstags um 13:45 Uhr, gefolgt, nicht ganz unwichtig, 14:30 Uhr von einer Rede des Vorsitzenden, also sprich momentan vom Draghi. Gerade in den letzten Zinsentscheiden der EZB war es oft so, dass der Zinsentscheid selbst, da passierte gar nichts, aber während der Rede von Draghi ging es dann doch mal wieder zur Sache, je nachdem, was und wo, wie er gesagt hat.
Also da splittet sich gewissermaßen die News fast in zwei Termine auf. Allerdings weiß man ja auch nicht, wann er welches Statement macht. Die FED ist typischerweise mittwochs dran, 20 Uhr, also sprich heute. Also jetzt ist ja nicht jeden Mittwoch, aber heute halt. Heute, 20 Uhr, ist der FED-Zinsentscheid. Generell, das leitet schon ein bisschen über in Richtung der Währungspaare, also der, wann wir welches Währungspaar uns eigentlich angucken, kann man hier schon so ein bisschen erahnen, bei dem, was ich aufgeschrieben habe. Besonders interessant ist natürlich, wenn die EZB einen Zinsentscheid macht, dann reagiert das ja insbesondere auf den Euro. Jetzt traden wir ja nicht den Euro, sondern wir traden Währungspaare. Das heißt, interessant ist dann zum Beispiel der Euro-US-Dollar. Aber interessant ist auch unter Umständen Euro-britisches Pfund oder Euro-japanischer Yen. Also alles, was mit dem Euro gepaart ist. Beim Euro ist es immer einfach, der Euro steht immer im Vornamen. Bei mir heißen Währungspaare immer, die haben immer Vornamen und Nachnamen. Also deswegen ist beim Euro ist es immer der Vorname mit Euro. Wenn beispielsweise die FED ihren Zinsentscheid macht, dann sind natürlich alle Währungspaare interessant, die den US-Dollar in sich tragen. Da gibt es dann allerdings beide Varianten, also US-Dollar, japanischer Yen zum Beispiel oder auch mal umgekehrt britisches Pfund, US-Dollar. Das heißt halt das Währungspaar genau andersrum. Worauf will ich hinaus? Wir haben immer eine Region und die beeinflusst insbesondere ihre eigene Währung. Interessant sind dann allerdings immer gleich 7 verschiedene Währungspaare, die man sich durchaus getrennt und einzeln mal angucken kann, weil reagieren tut es meistens dann logischerweise überall, weil halt in dem Fall wirklich mal genau der eine Part des Währungspaars wirklich von Belang ist. Ich schaue hier in Summe, wie auch viel bei anderen Strategien, immer auf 8 verschiedene Währungen, also sprich für uns jetzt auch gleichzeitig Regionen. Und daraus wollen wir dann entsprechend etwas ableiten. Jetzt fällt mir auf, ich habe noch was vergessen. Das, was ich als nächstes zeigen will, habe ich nämlich noch gar nicht hier. Das muss ich jetzt mal schnell genug finden. Ich hoffe, ich finde es auch schnell genug. Wie hatte ich denn das genannt? Wie hatte ich das genannt? Jetzt stehe ich wirklich ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich brauche eine ganz bestimmte Datei, die ich mir vorher nicht gesondert markiert habe. Okay, wir werden sie finden. Sorry für die kleine Verzögerung hier, aber das wird schon gehen. Da haben wir sie. Und ausgerechnet die ist auch noch wirklich groß, das heißt, die dauert noch ein wenig. Worauf will ich hinaus? Darauf will ich schon mal ein bisschen was sagen. Ich habe mal ein konkretes Beispiel und ein sozusagen universelles Beispiel hergestellt, wo wir mal den Kursverlauf uns genauer angucken. Was wir hier jetzt gerade sehen, ist den Kursverlauf vom 25.10.2018. An diesem 25.10.2018 Euro-US-Dollar gab es einen EZB-Zinsentscheid. Und ich will einfach nur mal exemplarisch hier diesen Kursverlauf darstellen. Okay. Er ist jetzt hier gegen die Uhrzeit nur noch aufgetragen. Und wenn man hier genauer reinguckt, dann sieht man, dass die eigentliche Musik erst viel später kam. Und wenn man es noch genauer nimmt, sogar auch erst nach der Rede vom Draghi. Hier ist kein Fehler in der Uhrzeit. Nichts mit Sommer, Winterzeit oder irgendwie. Nein, das passt. Also der Zinsentscheid 13,45, der war hier. Danach ist der Kurs erstmal, ich habe das als prozentuale Abweichung genau zu dem 13.45 Uhr Termin hier dargestellt, ist der Kurs erstmal gestiegen, um dann komplett in die Gegenrichtung abzuwandern. Also erstmal bis in die Spitze von 0,2% gestiegen. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man schon, ja, also an dem Tag des Zinsentscheids kam es in Summe zu einer heftigeren Kursbewegung. Die kam aber erst später. Warum? Keine Ahnung. Warum auch immer.
Also wir sind mal in der Spitze bis 0,2% erst in die eine Richtung gegangen, um dann nachher in die andere Richtung zu laufen und sind da sogar bis 0,45% dann runtergelaufen. Und jetzt kann man wahrscheinlich schon erahnen, auf welche Strategie ich nachher hinaus will. Eigentlich bietet sich, wenn man hier versuchen will, einen profitablen Trade daraus abzuleiten, eine Breakout-Strategie an. Das heißt, wir sollten nachher irgendwie überlegen, ob wir nicht hier so eine Sell-Stop-Order, Entschuldigung, eine Buy-Stop-Order hier oben hinlegen. Auf Basis vielleicht zum Beispiel unseres 13.45 Uhr Kurses, also vielleicht dem Close-Kurs davor oder nehmen wir einfach die Kerze 13.40 Uhr, also irgendwo ein bisschen davor, sodass wir noch die Order platzieren können. Vielleicht eine Buy-Stop-Order, aber halt nicht zu knapp, also nicht zu eng. Und eine Sell-Stop-Order auf der anderen Seite. Machen wir mal Statistik 1 und angenommen, wir hätten die beiden Order 0,2% entfernt gelegt. Dann hätten wir hier natürlich genau noch, wären wir noch nicht getriggert worden. Das heißt, wir hätten mit unserer Buy-Stop-Order noch keinen Trade hier ausgelöst. Natürlich ist jetzt meine Zahl so gewählt, dass genau das nicht passiert, ist logisch. Aber wir gucken es ja nachher mal mehr als 100 Zinsentscheider an. Von daher kriegen wir das dann auch wieder in den Griff. Auf der anderen Seite wären wir dann hier mit der Sell-Stop-Order in den Markt gekommen. Das heißt, wir wären dann short rein und das hätte sich auch sozusagen in den nächsten Stunden erstmal als was Gutes herausgestellt. Okay, Statistik 1. Also Grundidee leitet sich hier schon so ein bisschen ab. Breakout Trade. In einer bestimmten Abstand sollten wir unsere Order platzieren. Ja, da müssen wir nachher noch überlegen, auf Basis welcher Referenzzeit, ob das jetzt hier die 13.45 Uhr, 13.40 Uhr oder vielleicht sogar 12 Uhr ist. Also wo legen wir eigentlich die Referenzzeit hin? Ja, dann sollte unser Trade natürlich noch zwei Dinge haben. Stop-Loss. Okay, Stop-Loss ist einfach. Da können wir Breakout anwenden und nehmen nachher die Gegenseite. Erkläre ich auch nochmal genauer auch im Chart, wenn ich fiktiv diese Order mal platziere. Und da braucht unser Trade natürlich nachher noch irgendwie einen Take-Profit. Den kriegen wir natürlich wie immer am einfachsten aus einem CRV. So können wir in etwa schon die Strategie aufbauen. Okay. Gut, schreibt schon gerade noch jemand, das war hier irgendwie ein Spätzünder. Und dann muss ich noch irgendwas auf einer Folie gleich mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Schreibfehler gerade hatte. Das war jetzt Statistik 1 zur Illustration. Jetzt habe ich noch was gemacht. Der Chart sieht jetzt gleich ziemlich verrückt aus. Ich habe die grob 100 Zinsentscheide genommen und habe den Kurs jeweils normiert. Und zwar normiert auf den Close-Kurs der 5-Minuten-Kerze von 13.40 Uhr. Also sprich, ich sag mal, die Sekunde vor 13.45 Uhr. Auf den habe ich sämtliche Kursverläufe normiert. Jetzt entsteht hier ein, naja, zugegebenerweise ziemlich verrücktes Bild, was man so, weil hier sind jetzt die 100 Zinsentscheide der letzten 14 Jahre gleichzeitig dargestellt mit ihren Kursbewegungen danach. Also genau genommen davor und danach. Man sieht, dass sozusagen davor das in Summe natürlich hier auf den Punkt 13.45 Uhr zuläuft. Deswegen ist dann hier auch so ein einzelner Punkt gemalt, weil auf den ist ja alles normiert. Naja, und danach sehen wir alles, wie immer. Also es kann hoch und runter gehen. Wir können jetzt auch nicht mehr genau erkennen, ob es hier mal zwischendurch besonders erst hoch und dann wieder runter oder können wir jetzt nicht mehr erkennen. Ich könnte die Punkte zwar noch durch Linien verbinden, aber das würde man dann trotzdem nicht erkennen. Dafür sind hier zu viele drin. Das Wichtige ist aber, dass wir schon mal grundsätzlich sehen, da ist oft Wumms im Markt. Achten wir mal immer auf die Skala. Also hier geht es um 1%. Das ist für Forex nicht gerade so wenig. Und in der Spitze, irgendein Zinsentscheid hat es auch mal geschafft, hier bis auf 3,5% Kursbewegung dann zu kommen. Also schon ziemlich ordentlich. Soll nur mal illustrieren, dass in der Tat die News anschließend zu Bewegung führen.
dafür einfach mal dieses Bild zur Illustration. Gehen wir mal zurück. Wir wollen ja jetzt unsere Strategie wirklich sauber definieren. Kann sein, dass ich dieses Excel-Sheet hier gleich mal schließen muss, weil allein dieses Sheet ist 18 Megabyte groß. Und diente nur, also da ist keine Trading-Strategie in dem Sheet, sondern da ist wirklich nur die reine Normierung. Gut. Oh, jetzt sehe ich auch meinen Schreibfehler. Da, vielen Dank für den Hinweis. Da steht natürlich das Währung, also die Währung US-Dollar und nicht die Währung USA. Gut. Wenn wir jetzt also unser Setup mal konkreter definieren, dann werden wir, ich nenne das nachher einfach Referenzzeit, weil ich will mir den Freiheitsgrad noch lassen. Diese Referenzzeit auf Basis, deren wir dann unsere Buy-Stop-Order und Sell-Stop-Order legen werden. Natürlich ist es naheliegend zu sagen, okay, ich gehe kurz vor die News. Aber vielleicht ist das gar nicht der beste Zeitpunkt. Vielleicht ist sozusagen diese Referenzzeit noch ein bisschen weiter davor. Oder sogar das will ich mal in den Raum stellen. Vielleicht ist es sogar besser, als Referenzzeit sogar irgendeine Zeit erst nach den News zu nehmen. Weil vielleicht auch über die Statistik von 100 Zinsentscheiden ist es gar nicht absolut relevant, genau auf die eine Uhrzeit zu gucken, sondern lieber vielleicht auf eine andere. Man ahnt schon, wenn ich über Strategien rede, bei mir wird das einfach nachher ein Freiheitsgrad. Ich will das einfach mal durchspielen gewissermaßen, was denn die treffendste Referenzzeit ist. Wie denn dann schließlich auch sei, auf Basis des Kurses zu dieser Referenzzeit kommt dann das Zweite. Wir nehmen uns eine prozentuale Distanz. Also kurzfristig gedacht, könnte man auch sagen, das ist dann eine bestimmte Anzahl von Bips. Ich drücke das aber immer gerne prozentual aus, weil, naja, der Euro-US-Dollar war auch schon mal bei Parität, war aber auch schon mal bei 1,60. Und dann ist das nicht mehr unbedingt in Bips relevant. Noch schlimmer wird es werden, wenn wir auf den DAX gucken würden. Aber deswegen gebe ich diese Distanzen immer lieber in Prozenten an. Also auf Wir nehmen einfach einen Prozentsatz, 0,3% nachher zum Beispiel, und dann einmal nach oben abgetragen, einmal nach unten abgetragen, und dann haben wir unsere zwei Order. Die Buy-Stop-Order und die Sell-Stop-Order, die wir da jeweils platzieren. Die Order werden wir auf jeden Fall OCO machen, sprich One Cancels the Other. Also würde eine von den beiden getriggert, dann werden wir die andere automatisch löschen. Das heißt auch gleichzeitig, für diesen Strategieansatz werden wir nur einen Trade, wenn überhaupt, machen. Vielleicht auch gar keinen Trade, wenn nämlich ja, die Orders nicht getriggert werden. Ruft schon gleich nach ersten Varianten der Strategie, ob man nicht beide Richtungen sogar traden würde. Ja, ich weiß schon, wer da gerade noch weitere Ideen von den Zuhörern bekommt. Absolut zulässig, könnte man sich hier ebenfalls leicht und schnell überlegen, ob man da nicht andere Ansätze, wie zum Beispiel der aus dem letzten Webinar, Wohler Breakout mit leicht martingalen Elementen, ob man das nicht noch hinterher schiebt. Aber nur als Nebensatz, wäre möglich. Also unsere beiden Order, die Sell, die Buy-Stop-Order auf der Oberseite und die Sell-Stop-Order auf der Unterseite, haben dann, die bilden eigentlich eine Range, so wie bei jeder normalen Breakout-Strategie. Und die Range-Größe ist dann einfach genau zweimal genau diese Distanz. Daraus leiten wir auch den Stop-Loss ab, nämlich wir nehmen immer die Gegenseite. Also da, wo der Sell-Stop liegt, ist dann sozusagen gleichzeitig der Stop-Loss für die Buy-Stop-Order. Damit, das meine ich mit jeweils die Gegenseite. Und dann ganz normal, wie bei vielen anderen Trades auch, sagen wir einfach, okay, wir haben einen Stop-Loss, damit können wir auch unsere Positionsgröße ausrechnen für den jeweiligen Trade. Und wir können dann auch unseren Take-Profit ausrechnen, wenn wir uns ein gegebenes CRV nehmen. Ich denke mal, das ist dann gewissermaßen straight forward.
Ich lese schon gerade, meine Zusatzkommentare sind schon gar keine Kommentare, sondern werden live heute schon so umgesetzt, wie ich gerade höre. Also besser gesagt, nicht höre, sondern lese. Also, viel Erfolg. Viel Erfolg an Martin. Jetzt brauchen wir noch eine letzte Regel, nämlich irgendwann werden unsere Trades meinetwegen getriggert und erreichen dummerweise weder Stop-Loss noch Take-Profit in endlicher Zeit. Auch dafür brauchen wir eine Regel und die Regel ist wieder ganz einfach. Ich schließe die Trades zwangshaft um 22:55 Uhr. Also das nenne ich mal gerne einen Time-Stop. Warum? Zum einen, naja, dann paar Minuten später kommen die Swap-Kosten. Die will ich nicht noch mit reinhaben. Und ohnehin müssten wir uns die Frage stellen, wie lange warten wir denn nun, bis uns entweder Stop-Loss oder Take-Profit erreicht wird. News sollen ja auch mal sozusagen vorbei sein. Deswegen also ein Time-Stop final. Mit anderen Worten, wir haben drei Freiheitsgrade, nämlich die Referenzzeit, diese Distanz und das CRV. Um allerdings jetzt wirklich die Trade-Vorgehensweise, jemand anders schreibt gerade noch, den EA für genau die Strategie kriege ich da jetzt bis 20 Uhr nicht mehr fertig programmiert, kann ich verstehen. Um das dann gleich auch vollautomatisch umzusetzen. Gut, das Ganze nochmal etwas genauer, nicht New Order, Chartfenster. Ich muss das leider wegziehen, weil ich brauche immer noch hier rechts an meinem Bildschirmrand immer ein bisschen Platz noch für das Go-to-Webinar-Control-Panel, damit ich auch noch sehe, falls jemand was schreibt. So, machen wir aber hier mal möglichst viel raus aus dem Chart, damit wir die ganzen Linien nicht mehr drin haben, die jetzt gerade alle drin sind. Und da haben wir den Chart. Und nehmen wir ihn ruhig mal ein bisschen kleiner, M5, und so kriege ich noch ein bisschen mehr Platz. Und hier sind wir. Wir brauchen eine Referenzzeit. Okay, wir könnten nachher die 1955 nehmen. Ich brauche aber jetzt eine, also male ich mir einfach mal eine Linie. Und ich nehme jetzt einfach diese Linie hier als meinen Referenzpunkt. Die hat allerdings jetzt nur wirklich eine schreckliche Farbe. Da nehmen wir mal eine andere Farbe. So, nehmen wir die mal in dieser Farbe. Gut, wir haben dann hier einen bestimmten Kurs, 1,14,269. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen zwei Order in den Markt legen und die beispielsweise 0,2% davon entfernt. Jetzt mache ich mal sozusagen Schnellkopfrechnung, ohne das ganz genau zu machen, und sage dann, das wäre dann ungefähr hier, das wäre noch ein bisschen höher, aber egal. Und die zweite Order wäre hier, ohne jetzt noch den Taschenrechner zu bemühen, um das genau auszurechnen. Damit habe ich schon mal meine zwei Triggermarken. Also, ich nehme eine prozentuale Distanz. Das soll jetzt einfach mal 0,2% entsprechen, auch wenn das hier eher nur 0,13% oder sowas sind. Hier oben wäre jetzt meine Buy Stop Order und hier unten meine Sell Stop Order. Der Stop Loss von meiner Sell Stop Order wäre dann hier oben und der Stop Loss meiner Buy Stop Order wäre dann hier unten. Diese beiden Order wären jetzt sozusagen scharf. Sie kriegen noch ein CRV für den Take Profit. Das Einzige, was ich jetzt, wenn ich komplett alles manuell machen möchte, noch manuell handeln müsste, wäre, wenn eine Order getriggert wird, müsste ich die andere Order löschen. Dazu gibt es allerdings auch ein Tool bei JFT, so ein Add-on-Tool, wie zahlreiche andere Add-on-Tools, mit denen man das auch automatisieren kann. Als Hinweis kann man sich auf der Internetseite von JFT herunterladen. Ansonsten wäre jetzt das Ganze schon soweit fertig. Fertig präpariert, und der Zinsentscheid kann dann um 20 Uhr kommen.
Was ich dann noch zusätzlich machen müsste, ist um 22:55 Uhr dann die Trade schließen. Also den Trade schließen, falls noch einer offen ist, wenn er dann nicht in Stop-Loss oder Take-Profit gelaufen ist. Damit hätten wir schon unsere komplette Trade-Vorbereitung gemacht. Horizontal ist keine Zeit. Dann lese ich gerade, also bei mir ist unten eine Zeitachse. Aber gut, ist jetzt auch nicht ganz kritisch. Okay, lesen wir noch einen anderen Hinweis. Wenn ich long gehe nach 0,2% und der dreht, dann ist nach 0,2% Stop-Loss, also insgesamt 0,4. Das ist sehr viel. Okay, also natürlich völlig korrekt wiedergegeben. Also aus Sicht meinetwegen, dass bei Stop Order hier oben ist mein Stop Loss dann in Summe 0,4% entfernt. Ob das jetzt viel oder wenig ist, sei mal dahingestellt. Also ich sage das bewusst mal noch ganz neutral. Die Frage ist ja, was passiert typischerweise während eines Zinsentscheids? Wichtig ist natürlich die Wahl der richtigen Positionsgröße. Ich werde gleich sämtliche Simulationen, die ich durchführe, mache ich mit 50 Euro Risiko. Das heißt, ich würde die Positionsgröße genau so bestimmen, dass wenn denn der Stop-Loss-Fall eintreten würde, dann würde ich 50 Euro verlieren. Das führt meinetwegen so grob geschätzt, ohne jetzt die Rechnung gemacht zu haben, hier zu einem Trade vielleicht von sowas wie 0,05 Lot. Aber das jetzt wirklich aus dem Bauch heraus geschätzt. Ließe sich natürlich jetzt auch genauer ausrechnen. Aber ob das jetzt weit ist oder nicht, wir werden nachher sogar sehen, wir werden auch größere Distanzen hier nehmen. Macht alles nichts. Wenn wir größere Distanzen haben, wird unsere Positionsgröße natürlich entsprechend kleiner, weil eins ist gegeben, in meinem Fall jetzt hier, nämlich die 50 Euro Risiko. An denen rüttel ich halt überhaupt nicht. Die bleiben jetzt sogar insgesamt konstant. Damit ist unsere Trade-Vorbereitung abgeschlossen und ich hoffe auch, die Strategie ist gewissermaßen klar, wie sie denn in ihrer Umsetzung auch aussieht. Jetzt wollen wir das Ganze mal simulieren. Natürlich nehme ich nachher wie immer meine C-Programme, ist logisch, die ich auch nicht mal so eben einfach zur Verfügung stellen kann und auch in dem Fall sogar noch nicht mal darf. Aber im Excel können wir das halt leider nicht abbilden wegen den M5-Daten. Ich will aber vorstellen, wie ich vorgehe. Das eine ist historische Termine für Zinsentscheide. Also, gehen wir mal auf die Internetseite. Dass man mal sieht, wie einfach das eigentlich geht. Also es ist diese Internetseite von finanzen.net. Und hier, erstmal sieht das eigentlich so ähnlich aus wie bei Godmode, sind zum Beispiel gerade jetzt alle Entscheide von heute. Jetzt können wir allerdings noch was machen. Und zwar, wir können filtern. Und zwar können wir hier zum Beispiel sagen, okay, wir wollen alles haben, was Zinsentscheide angeht. Und wir wollen nur eine bestimmte Region haben. Ich wähle jetzt mal USA aus und sage jetzt anwenden. Und dann sollte logischerweise hier jetzt gleich nur noch ein Termin stehen, nämlich genau der von heute. 20 Uhr, United States of America, Fed Zinsentscheid. Da gibt es auch noch sogar Zahlen, Prognose und vorherigen Wert. Das Gute ist jetzt aber, ich kann hier auch das Ganze sozusagen historisch machen. Also machen wir mal 2006. Und ich kann hier so ein Datum wählen. Und schon, seht ihr, haben wir hier eine lange Liste mit allen Zinsentscheiden der USA. Wer jetzt fragt, wie kriegt man die rüber in irgendetwas, was man ordentlicher verwerten kann? Also ich verrate mal den Mini-Trick, der dazu geht. Einfach markieren und dann in Excel einfügen. Anschließend muss man noch ein bisschen Excel-Gymnastik machen, bis man das irgendwie transparent in einer einheitlichen Darstellung hat. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn ihr das noch einfacher haben wollt, ich habe euch die Arbeit schon abgenommen. Das heißt, ich habe hier eine Tabelle angelegt, genau aus der Quelle die ich gerade gezeigt habe. Und diese Tabelle ist dann schließlich und endlich viel einfacher strukturiert.
Ich mache es auch mal ein bisschen größer, damit man hier ein bisschen mehr lesen kann. Fragt mich jetzt bitte gleich nicht, warum da 14.14 Uhr steht. Ich habe keine Ahnung. Aber war halt so, da gab es mal einen Zinsentscheid in den USA um 14.14 Uhr. Warum auch immer. Und ich habe da halt eine Tabelle draus kreiert, die einfach nur noch Datum, Uhrzeit und das jeweilige Land respektive die jeweilige Währung enthält. Und die Tabelle geht jetzt nicht ganz bis heute. Also meine Tabelle hört jetzt hier am 7.11. auf. Da war der letzte Zinsentscheid aus Neuseeland und der war um 21 Uhr. Auch die Tabelle stelle ich gerne zur Verfügung, ist extrem wichtig. Und ich kriege gerade noch eine zweite Quelle genannt, wo das auch geht, wo man diese Daten herbekommen kann, und zwar bei investing.com. Sehr gut. Das ist gut, da nochmal auch eine zweite Quelle zu haben. Wir brauchen das natürlich alles, weil ohne die Information, wann war denn ein Zinsentscheid, kann ich natürlich nichts simulieren. Ist ja logisch. Nein, das brauchen wir jetzt noch nicht. Jetzt habe ich ausgerechnet wieder die 18-Megabyte-Datei angeklickt. So. Wenn ich jetzt sage simulieren, dann heißt das natürlich für mich, okay, wir kennen die Daten, wann die Zinsentscheide waren. Und jetzt nehmen wir uns die Kursdaten. In meinem Fall nehme ich sie auf M5-Basis. Und dann werde ich immer einfach zwei Fälle unterscheiden. Nämlich die zwei Fälle, die ich unterscheide, ist, wenn ich den Euro-US-Dollar mir angucke, dann gucke ich mir den einmal an unter dem Gesichtspunkt der EZB-Zinsentscheide. Und zum zweiten gucke ich mir an unter den Fed-Zinsentscheiden. Das heißt, ganz allgemein gesagt, bei jedem Währungspaar, also australischer Dollar, kanadischer Dollar, gibt es immer zwei Varianten. Einmal die, wo Australien Zinsentscheide macht und einmal die, wo Kanada Zinsentscheide macht. Das Tolle daran ist, dass wir so dann doch wieder zu vielen, vielen Substrategien kommen. Und ich will es mal nur an einem Beispiel zeigen. Ich rufe jetzt hier, das ist natürlich wie immer kryptisch, in einem Terminalfenster einfach jetzt gleich ein C-Programm auf. Dem übergebe ich ein paar Parameter. Ist jetzt sehr klein, ist jetzt tut auch wenig zur Sache. Mir geht es nur um die Art und Weise. Nämlich, ich sage ihm die Distanz, das CRV und wann, auf welche Referenzzeit ich nehmen will. Und wenn ich das dann mache, dann rennt anschließend dieses Programm los, nimmt sich die Kursdaten, die Zinsentscheidtermine und berechnet mir eine Equity-Kurve. Und das hat es auch schon gemacht. Und das können wir uns dann hier mal einmal angucken. Das war jetzt 20 Uhr, als Referenzuhrzeit, 0,3er Distanz, 0,3% und CRV von 3. Und dann kriegen wir natürlich eine Equity-Kurve für die Summe aller dieser Zinsentscheide dann heraus. Und hier stehen dann auch noch alle Trades aufgelistet, die wir denn da hatten. Und wenn wir uns dann beispielsweise hier eine solche Equity-Kurve angucken, dann sieht die zum Beispiel so aus. Okay, also sie ist profitabel. Man kann jetzt über die Equity-Kurve sagen, was man will. Also pro Trade riskiere ich hier übrigens 50 Euro. Und das sind hier in Summe jetzt 12 Jahre. Also es gibt ein bisschen rauf, ein bisschen runter und so sehe dann eine Equity-Kurve aus mit genau diesen Parametern, die ich gerade gesagt habe. Also 0,3% CRV von 3 und als Referenzuhrzeit genau die 20 Uhr. Und genauso könnte ich natürlich jetzt hingehen und wieder die nächste Equity-Kurve berechnen, indem ich hier einfach andere Parameter nehme. Und würde dann beispielsweise hier vielleicht ein bisschen früher die Uhrzeit nehmen. Ich gehe mal wirklich eine gute Stunde früher. Und wir können uns dann mal so eine Equity-Kurve angucken und kriegen natürlich wieder ein anderes Ergebnis raus. Man ahnt schon, dass ich das sicherlich so gemacht habe, dass sie jetzt nochmal etwas besser wird, die Equity-Kurve. Und in der Tat wird sie das auch.
Und wir haben dann eine nächste Überprüfung unserer Strategieidee für einen etwas anderen Parametersatz. Sprich, ich habe jetzt auf 18:55 Uhr meine Referenzuhrzeit gesetzt, bin mit dem gleichen CRV und dem gleichen, mit der gleichen Distanz reingegangen. Dass das noch besser geht, will ich auch zeigen. Das war ja nun mal, dass man sieht, wie denn die Variation so in Summe aussehen kann. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, jetzt machen wir einfach mal EZB und nehmen da auch noch schon mal gleich den nahezu besten Parametersatz. Jetzt gucken wir auf Zinsentscheide der EZB und dass man mal sieht, was da so möglich ist, wenn man eine solche Strategie dann tradet. Dann gucken wir uns auch die nochmal an. Dann kriegen wir eine nochmal andere Equity-Kurve. Und die sieht dann beispielsweise so aus. Hat dann mit meinen 50-Euro-Trades Risiko in Summe etwas mehr als 1000 Euro verdient. Hat natürlich auch Drawdowns. Also ist jetzt nicht der heilige Gral direkt. Und es ist ohnehin natürlich nur eine Equity-Kurve, sprich von einem Währungspaar. Das wollen wir natürlich jetzt noch zu einem Portfolio kreieren. Sieht aber schon deutlich besser aus. Schon mal gleich der Hinweis. EZB-Zinsentscheide lassen sich in der Tat besser mit einer Referenzuhrzeit nach dem eigentlichen Entscheid traden. Ich zeige gleich eine Tabelle, ihr könnt die Daten komplett haben, welche Uhrzeiten ich denn für welches Underlying herausgefunden habe. Jetzt ist es natürlich müßig, das jetzt hier sozusagen händisch alles hier munter durchzusimulieren und dann einzeln sich diese Equity-Kurven angucken. Ist auch gar nicht nötig. Wenn man einmal anfängt, so eine Strategie so zu programmieren, dann kann man das Ganze natürlich auch systematisieren. Sprich, was habe ich dann gemacht? Ich betrachte ab jetzt einfach alle 8 Währungen. Also die entsprechenden Regionen mit ihren Zinsentscheiden. Dadurch habe ich dann 28 Währungspaare und ich nehme auch noch Gold mit dabei. Und jedes Währungspaar, wie ich schon mal sagte, kommt zweimal vor, übrigens außer Gold, weil da gibt es sozusagen für den Vornamen gibt es keinen eigenen Zinsentscheid. Und wir haben dadurch also zahlreiche Einzelstrategien, die wir in Summe zu einem Portfolio kreieren können. Was ich dann einfach jetzt suche, ist die beste Referenzzeit. Da, wo wir die Order platzieren, also auch auf Basis dieses Close-Kurses, dann die entsprechende Distanz und dann das entsprechende CRV. Wenn man das jetzt macht und für die einzelnen Währungspaare entsprechend untersucht, dann erhält man folgendes Gesamtergebnis. Hier ist ja schon gleich die Equity-Kurve, die jetzt auch nicht mehr nur noch ein paar Trades sind. Also ich springe mal einmal kurz ans Tabellenende. Also es sind jetzt immerhin schon 5.093 Trades in den letzten 12 Jahren, weil wir halt jetzt hier alle Zinsentscheide der unterschiedlichen Regionen für alle relevanten, dann jeweils relevanten Währungspaare uns angucken und kriegen schon eine ziemlich beeindruckende Equity-Kurve raus. Also um diese Equity-Kurve, die jetzt halt alle 29 Währungspaare tradet, die erzielt immerhin, also man bräuchte ein Konto von knapp 6.000 Euro, um auch den Drawdown in akzeptablem Maße zu halten und hat hier eine ziemlich stattliche Rendite, die jetzt hier mit 7% pro Monat herauskommt. Gut. Gerade ist jemand noch dazugekommen, da ist die Frage, ist die Statistik nicht etwas dünn? Der Einwand ist gut. Wir haben, also ich gehe mal auf die Tabelle, dass man mal sieht, ich mache sie auch mal kurz groß, dass man ein bisschen mehr sieht. Ihr findet hier zu jedem Währungspaar immer 2 Einträge. Und wichtig sind mir jetzt zumindest mal folgende Sachen, weil gerade die Statistik angesprochen wurde. Also das erste Währungspaar, australischer Dollar, kanadischer Dollar. Wenn wir es traden, immer dann, wenn, das ist diese Spalte hier, wenn Australien einen Zinsentscheid macht, dann gab es immerhin 129 Zinsentscheide. Und die Strategie, so wie ich sie jetzt hier formuliert habe, hat dann in Summe 116 Trades durchgeführt. Liegt daran, weil nicht immer
ist es passiert sozusagen. Also waren die Bewegungen groß genug. Gucken wir mal auf die Distanzen, die hier so typischerweise in Frage kommen. Dann sehen wir hier Zahlen mal 0,1%, aber auch mal hoch bis fast 0,4%. Das sind so typische Zahlen. Und dann CRVs, die sogar manchmal auch kleiner 1 sind. Und ich habe sie hier aus anderen Überlegungen heraus nicht größer als 3 werden lassen. Also jede Zeile ist sozusagen eine Equity-Kurve oder repräsentiert eine Equity-Kurve. Und die Statistik ist halt an der Grenze. Das will ich offen zugeben. Mir wäre natürlich lieber, ich hätte hier 1.000 oder 10.000 Zinsentscheide pro Währungspaar. Die habe ich aber leider nicht. Von daher, ich kann den Einwand nicht entkräften, sondern ich muss einfach damit leben. Wird nochmal gerade gefragt, 7% pro Monat. Ja, die Antwort ist richtig. Das war zumindest die Equity-Kurve, so wie sie hier rausgekommen ist. Die ist garantiert zu gut, weil, ich hatte es schon eingangs mal gesagt, wir haben natürlich noch Spread-Aufweitung und Slippage. Ich habe auch das Ganze mal gerechnet mit dreifachem Spread und verliere dadurch auch, das waren ungefähr hier in Summe 10.000 Euro, wenn ich den Spread dreimal so groß mache. Aber ich bleibe noch profitabel, also deutlich profitabel. Von daher wäre das jetzt meine Prognose für die Zukunft, dass das genau so, wenn ich jetzt alles mache, dann weitergeht? Antwort: Nein, glaube ich nicht. Allein schon wegen Spread, Aufweitung und möglicher Slippage. Das Gute ist, dadurch, dass wir eben nicht so nah, also typischerweise, also die kleinste Distanz, die ich hier zugelassen habe, ist 0,1%, habe ich auch bewusst gemacht, weil je kleiner ich diese Distanz mache, desto näher rutsche ich meistens in die Bereiche, wo es dann so direkt zur Sache geht. Und da haben wir genau auch die Spread-Aufweitung. Insofern wollte ich der so ein bisschen zumindest aus dem Weg gehen. Das andere übrigens mal generell, was hier auch in der Equity-Kurve sehr auffällig ist oder auch schön zu sehen ist, dass sie ab 2017 extrem, also bei, was heißt extrem, ist sie deutlich flacher. Wenn wir mal fragen, wann, also waren da überhaupt große Zinsentscheide, also jetzt wirklich Veränderungen, dann eher nein. Das heißt, da ist das tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, was jetzt hoffentlich wieder anders wird. Die EZB hat zwar immer noch nicht gezuckt, aber irgendwann wird auch die mal wieder zucken und dann kriegen wir sicherlich auch wieder da mehr Bewegung. Gut ist aber, es funktioniert. Zumindest historisch. Den Einwand muss ich natürlich lassen. Was ich jetzt hier nochmal gelb markiert habe, ist, das wäre sozusagen das relevante Szenario für heute, weil wir haben heute, wenn man den Euro-US-Dollar beispielsweise traden wollte, deswegen steht jetzt hier US-Dollar, sprich Fed, und dann hätten wir die Order schon längst platzieren können, nämlich auf Referenzkursbasis 18:15 Uhr. Und die Distanz ist allerdings hier relativ groß. Das heißt, nur wenn wirklich Wumms in den Markt kommt, werden wir hier überhaupt getriggert. Was man auch daran sieht, dass in der Historie grob nur die Hälfte der Zinsentscheide überhaupt zu Trades geführt haben. So kann man das hier auch in der Tabelle schon unmittelbar lesen. Ich stelle sie gerne zur Verfügung. Ich habe sie sogar mit auf eine Folie gesetzt, auch wenn man da herzlich wenig zu erkennt. Aber das Gute ist, wir haben wieder eine neue Strategie, nämlich fürs News Trading. Breakout-Strategie auf Basis einer Distanz zu einer gegebenen Referenzuhrzeit. Und schon mit dieser einfachen Strategie können wir einiges bewegen, wie, glaube ich, schon die Equity-Kurve hier gut beschrieben hat. Und gut, hier ist nochmal die Equity-Kurve mit dem Risiko pro Trade von 50 Euro, aber die hatten wir gerade schon. Und ich habe es jetzt hier reinkopiert, auch wenn man jetzt wahrscheinlich gleich mittlerweile definitiv nichts mehr lesen kann, weil das einfach zu klein wird. Macht aber nichts. Ihr könnt auch gerne das Excel-Sheet haben, wo die Zahlen dann wirklich ordentlich lesbar drin sind. Damit sind wir auch schon am Ende.
Und gleich kommt der Zinsentscheid. Das Webinar jetzt noch deutlich dahin auszudehnen, würde zu lange dauern. Aber fassen wir nochmal zusammen. Zinsentscheide lassen sich profitabel traden, mit dem richtigen Ansatz. Und der Ansatz der Wahl hier ist Breakout-Trades. So wie wir sonst auch Breakout-Trades gemacht haben auf Basis von Uhrzeiten oder auch auf Basis von Volatilität, wie beim letzten Webinar. Wir brauchen natürlich individuelle Parameter, weil dass alle Währungen sich gleich verhalten. So what? Warum auch? Das Gute ist in Summe, dass selbst bei dieser Strategie, wenn man halt alle Währungspaare mit in die Waagschale wirft, doch auch wieder einiges an Trades zusammenkommt und wir nicht nur alle 2 Monate einen Trade dann mal absetzen, sondern dann kriegen wir durchaus noch einige mehr. Soweit von mir. Ich schaue noch mal kurz hier rein. Passt soweit. Damit geht auch das Jahr zu Ende. Ich hoffe, ihr habt in Summe die zahlreichen Webinare genießen können mit vielen Strategieansätzen, fertigen Strategien, teilweise nur methodischen Ansätzen. All das hatten wir. Für mich ist es das sozusagen nicht wirklich das letzte Webinar, das ist das letzte deutsche Webinar. Morgen gibt es das Ganze hier nochmal auf Englisch zum gleichen Thema und am Freitag nochmal zu JFD Invest. Aber beides ist dann jeweils auf Englisch. Insofern, ja, ist für mich dann auch Zeit, mich sozusagen aus dem Jahr zu verabschieden, euch nochmal ja, frohe Weihnachten zu wünschen und natürlich auch vor allen Dingen einen guten Weg ins neue Jahr. Hoffentlich in erfolgreiche Trades. Und würde mich freuen, wenn ihr dann nächstes Jahr auch wieder bei neuen Webinaren zu anderen, ähnlichen, ganz anderen Themen wieder dabei seid. Soweit von mir. Euch noch einen schönen Abend und dann mal einen guten Zinsentscheid. Wir werden sehen, was da mal wieder passiert, auch mit all seinen politischen Konsequenzen. Okay, macht's gut. Bis dahin. Tschö.